Das ist Australien in Kurzform. Da ich eigentlich keine Zeit habe, zurzeit Videos zu schneiden, denn es geht hier die Küste runter bis irgendwo nach Sydney, noch über 2000 Kilometer liegen vor uns, hier ein Kurzformat. Die Highlights der bisherigen Reise, ganz klar, ganz oberst der Uluru, der frühere Ayers Rock, wie er ja genannt wurde, aber eben die Einheimischen sagen Uluru, ein unglaublicher Ort, ein unglaublicher Felsen mitten in der Wüste. Ich glaube wirklich, den muss man einfach gesehen haben, ist wirklich sehr eindrücklich. Dann ein weiteres Highlight ist natürlich das Great Barrier Reef. Wobei ich sagen muss, zumindest den Ort, den ich besucht habe, war jetzt so halbwegs eindrücklich. Das Great Barrier Reef ist halt einfach die Größe, die es wahrscheinlich ausmacht. Und wenn man weiß, wo man hin soll, ja, dann ist es wahrscheinlich auch sehr eindrücklich, wenn man taucht etc. mit Schnorcheln. Da konnte ich ein paar Fische filmen und so. Das war ganz nett, kann man dazu sagen. Richtig beeindruckt hat mich gestern eigentlich noch fast etwas mehr, und zwar als wir gegessen haben, so mitten im Urwald, da kam plötzlich ein großes Tier auf uns zu, eine Echse. Und ich gebe zu, ja, ich hatte ein bisschen Angst. Heute sind wir jetzt hier auf der Magnetic Island. Ja, das hier viele Strände, man kann Koalas anschauen, eigentlich auch ganz nett. So, das war's für den Moment. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Tschüss, ciao. Stopp. Etwas habe ich noch vergessen. Und zwar habe ich zum ersten Mal frei lebende Kängurus gesehen. Das war gestern, vorgestern, irgendwie vergisst man die Zeit hier so schnell. Leider konnte ich sie nicht aus der Nähe filmen, da sie doch ziemlich scheu waren. So, und das war's jetzt wirklich. Ich sage tschüss, wir sehen uns, bis bald.